Willkommen zum zweiten Path of Exile Event heute, das ich live streame. Nach dem nicht ganz optimalen Erfolg vom letzten Event, werde ich es jetzt gleich nochmal mit der Skion probieren und hoffen, dass es dieses Mal besser funktioniert. Das nächste Event startet in ziemlich genau 2 Minuten. Und ja, wie vorhin schon angekündigt, oder beziehungsweise gerade beim Abschluss hat es nur geklappt, einen Punkt zu erreichen, weil auch mit dem zweiten Charakter, also beim zweiten Anlauf, hat es nur bis Level 6 gereicht. Ziel nicht erreicht, nicht ganz geschafft, weil eigentlich war das Ziel, 4 Punkte zu kriegen, also mindestens 3 Reward Points über den Level und einen für das Killen von Rukuku stattdessen. Oder Kuduku heißt der, glaube ich. Stattdessen ist leider genau das Gegenteil passiert. Kuduku hat mich gekillt und damit das für den Moment beendet. Aber jetzt kommt meine Lieblingsrunde. Eine Stunde Endless Ledge. Im Endeffekt einfach nur geradeaus laufen. Man kann sich nicht verlaufen und es geht alles schön in eine Richtung. Ab und zu tauchen mal so ein paar blöde Viecher auf, die halt solche Bosskämpfe dann mit drin sind. Naja, lässt sich auch ganz gut schaffen. Mal schauen, wie sich die Skion hier spielt und ob ich meinen Molten Strike bekomme, mit dem ich eigentlich dann im Nahkampf sehr gut das alles klappt. Und ja, sonst werde ich mich schon noch besser daran gewöhnen, auch mit ihr im Nahkampf zu bestehen, hoffe ich. So nach und nach treten dann die Lerneffekte ein. Aber wie gesagt, macht es unglaublich viel Spaß, ihr im Nahkampf unterwegs zu sein. Noch. Oh, 30 Sekunden. Warum schreibst du denn nichts? Ah, es steht da. Schon ist es da. So. Spannung ohne Ende. Gleich geht's los. So viel Zeug. Quicksilver-Flask, normaler Flask. Schwer. Also, das brauche ich gar nicht. Viel zu viel eingesammelt. Master 12, Decker. Weg, weg, weg. So, was brauche ich jetzt noch an? Also den Firestorm nehme ich auf jeden Fall mit, weil eine Nahkampffähigkeit hat mir auf jeden Fall gefehlt. Also kann ich also Level 4 benutzen. So. Den Fireball nehme ich mal noch mit. Eisnova auf jeden Fall auch. Firetrap ist gut. Double Strike, ja. So, Infernal Blow. Mal überlegen, war das jetzt Cold Damage? Fire Damage, ich glaube. Das ist ein Hammer. Das ist der Dual Strike. Double Strike. Dual Strike. Einige Fähigkeiten, mit denen ich mich noch nicht sehr auseinandergesetzt habe. Für den Puls ist uninteressant. Heavy Strike. Meine Güte, was es alles gibt. Da muss ich erstmal noch ein bisschen ausprobieren, wie sich was davon. Okay, das Ding ist nicht so interessant. Die Tunnel. Hey, hallo? Internet? Ah, also irgendwie leckt es gerade. Meine Güte, was ist denn los?
Okay. Also ich hoffe mal, das reicht soweit. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit den anderen Dingern anfangen soll. Muss ich mich erstmal darauf konzentrieren, welche von denen. Okay, das Cleave funktioniert sowieso nicht. Das heißt, dann kann ich das auch gleich weglassen. Und der Glacial Hammer, das ist ja, glaube ich, der mit dem Schild eigentlich. Feuertrepp. Glacial Hammer. Achso, Mage oder. Das ist uninteressant, weil ich wieder mit Zweihandschwertern überhaupt arbeiten. Genau, das Fire Trap will ich auf jeden Fall drin haben. Dann das da. Der Firestorm habe ich dabei. Und ich hoffe mal, die anderen passen schon. Naja, erstmal endlich mal auf in die Gänge kommen. Weil es geht ja schließlich darum, ein paar Level zu schaffen. So. Die nächsten Feinde kommen schon. Okay, nicht zu dicht dran gehen, das funktioniert nicht. Das ist die gleiche Geschichte, noch bevor überhaupt ihre Geschichte angefangen hat. Das ist nicht das, wo ich hin will. Das heißt, die Skion hat auf jeden Fall auch einige verwundbare. Ein goldenes Schild. Und das für eine Zweihandwaffe da nicht. Das heißt auch nicht, dass es sich lohnt, es mitzunehmen. Rauhide Boots. Wenn schon, dann lieber. Ein Schild, Two-Handed Sword ist uninteressant. Dafür nehme ich die Boots doch mit. Und natürlich gibt es noch einen Skillpunkt zu verteilen. Okay, das war Double Strike. Jetzt probieren wir mal den anderen. Double Strike. So, Mana Regeneration. Den Bau brauche ich gerade. Hey, weiterlaufen. Wegwerfen. Weg. Nicht, wenn das alles getriggert reagiert. Einen Hit habe ich schon. Wieder anfängt mit Einzelwaffen anzugreifen, dann. Ja, toll. Ich kann zweimal da drin meinen Raid machen und jetzt nicht informieren. Das ist der Gesundheit nicht sehr zuträglich. Mano! Muss doch heute ein bisschen Bandbreite noch ausreichend haben. Life is growth, even in the graveyard.
Ja, wenn das Feedback irgendwo fehlt, dann 3 bis 11. Das Accuracy Rating. 20 DPS. Was habe ich denn drin? Ja, super. Was geht denn der dann weg? 18 DPS. Das ist dann schlechter. Cool. So muss das sein. Okay. I have nothing more to give. Wichtig ist, dass er zumindest irgendwann noch explodiert oder alles gut geht. Und Geist. Mann, aber wieso gibt's denn hier nicht ein bisschen mehr? Ja, aktuell ist die Eisrober noch ziemlich Mana intensiv im Vergleich zu dem Mana, was zur Verfügung steht. Also ist sie nicht sehr günstig. Aber das ändert sich später doch ganz gut. Natürlich, wenn irgendwelche zusätzlichen Items gefunden sind, die mit jedem Kill oder so noch die Mana-Generation steigern, das hilft natürlich immer weiter. Überhaupt noch keine. Okay, hinzufügen. Habe ich zumindest einen Feuerball, das heißt, ich muss nicht in den Nahkampf gehen, sondern kann das von außen machen. Ich muss den aber dann natürlich auch entsprechend einsetzen. Ich doch eigentlich schon Level 4, das heißt, ich könnte auch den Firestorm einsetzen. Ich muss ihn dann nur erstmal ausrüsten. Also her mit dem Firestorm. Und gib mir den mal bitte gleich her. So. Ja, was ich auch schon wieder vergessen habe, ist, dass die Firetraps natürlich auch dabei haben. Die sind da natürlich auch noch sehr praktisch. I felt it. The moment this thing gave up its twisted hold on life. But how? Ja, wie hast du das gemacht? So, dann hier kommt jetzt der Firestorm rein, dann Heavy Strike ist irgendwie nicht so schön. Dann mache ich hier den Fireball. I have nothing more to give. Nur nicht an Dynamik nachlassen. Zack. So, nochmal kurz schauen, was eigentlich das Ziel für heute ist. Mal kurz gucken, was die
Also 3 Punkte gibt es bei Level 9 bis 11, das ist so das primäre Ziel. Das sekundäre Ziel wäre, ja, 4 Reward Points bis Level 12 zu kommen. Aber mal schauen, dazu bin ich im Moment zugegeben sehr langsam unterwegs. Und ja, einfach noch. Dazu braucht es einfach noch ein bisschen mehr Cold Resistance. Okay, jetzt muss ich nochmal wegen dem. Weil ich weiß, dass das andere Molten Strike hieß, aber der ist bisher nicht da. Okay, ich bin auch nicht gespannt. Stormcall. Okay. Den brauche ich nicht. Spektral. Ja, der ist noch ganz hilfreich. Fire Trap. Dual Strike und Double Strike. So, den verwende ich jetzt im Moment nicht. Kommt raus. Genau, das ist nämlich das Werfen mit den Waffen. Nö. Eternal Nice. Nice wanted to cast mit dem Physical Damage und du machst Special Copy of Melee Weapon. Ah ja, genau, das war. Naja, mal schauen, wenn ich noch ein bisschen was Grünes finde, dann kann ich den anderen noch ausrüsten. Weil das wäre dann auch eine Alternative zu dem Spell. Und jetzt geht es erstmal darum, Monster. Okay. Genau, weil beim ersten oder beim letzten Mal, wo ich ein Dissert gespielt habe, habe ich auch mit einer Skion gespielt. Und da war es einfach sehr flüssig und dynamisch. Einfach hier durchzurennen und ja, ganz gut zu überleben, was heute irgendwie schon wieder nicht mehr der Fall ist. Irgendwie habe ich keine genaue Vorstellung davon, dass eigentlich fast noch weiter abgeht. Diese blöden Viecher. Oh, ist das aufregend. Also beim letzten Mal war es irgendwie entspannter, aber wie gesagt, mir fehlt der Molten Strike, den vermisse ich doch sehr. Wobei stimmt, ich glaube, es war kein Endless Ledge, sondern es war diese anderen Descent Champions, wo eben dieses der Molten Strike nicht mit dabei ist. Eine Unmenge an Viechern, vor allem diese blöden Springviecher. I have nothing more to give. Und deswegen, ich habe ja noch keine Element für irgendeine Lebensregenerierung oder irgendwas. Okay, da könnte ich auf jeden Fall jetzt mal noch ein grünes Item mit reinnehmen. Eternal Knives. Und vor allen Dingen auch, ja. Naja, es gibt so viel und man kann eh nicht alles gleichzeitig verwenden. Ist das eigentlich Magic Items? Properties nützt mir jetzt nichts. Das heißt, ich kann nicht so schnell vorwärts, wenn ich die I kill. Und keine Ahnung, was das wieder für grüne Giftviecher sind. Ist ja echt unglaublich, dass hier diesmal so Monster auftauchen. Ich will solche Dinger haben. So.
Chainbelt. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Lass mich doch mal in Ruhe. Also von entspannt spielen, ich glaube, das wird eine sehr stressige Stunde, wenn das hier weitergeht. Nicht sterben. Meine Güte. Also Rawhide Boots. Irgendwas Blaues ist jetzt nicht mehr drin. Da habe ich 3 rein und das Ding weg. Vom Spielfluss her macht es sofort erheblich was aus, ob sozusagen das Feedback, das Trefferfeedback direkt ist oder die Leitung und einer anderen Form beansprucht wird, was natürlich auch mit dem Streaming mit Sicherheit zu tun hat, aber ich hoffe mal, es bleibt handelbar und ich schaffe es dabei zu überleben. Als Server Deaths aufgrund von Lags sind echt schön. Die natürlich aber einfach mit der Bandbreite zusammenhängt. Ja, wenn dabei eben statt dem Double Strike tatsächlich die diese andere Fähigkeit genutzt werden könnte, waren die immer sehr schnell hinüber. Ja, drück die mal ordentlich. Physical Damage. Machen wir das mal lieber hoch. Weil wichtig ist, dass ich wehrhaft bin, als dass ich hier irgendwelche Kreaturen erzeugt. Ein altes Teil. Brauche alles nicht. Nur Krimskrams. Ja, solche Leute sind jetzt ein bisschen ruhiger als dieses ganze Spring- und Tops-Viehzeug. Ich mag diese Froschviecher genauso wenig. Aber es gibt eigentlich kaum irgendwelche Monster, die ich hier drin wirklich mag. Mögen wollen würde. So. Das heißt, jetzt kriege ich die erste Lebensregeneration freigeschaltet. Das ist immens wichtig, weil es macht etwas entspannter für kleinere Schäden auszubessern. Zack. So, gut. So, 0,4% Lebensregeneration. So, fällt mir das an. Springen wir hier rein, Eisnova an, Feuerregen drauf und bitte. Boah, was war das denn? Wie viele sind denn man das?
mindestens 4 Stück von mir. Schock ohne Ende. Ja, das ist das Tolle bei den Events. Sie machen einfach Spaß, die legen auf. Das war so wunderbar, weil die sich Viecher sich echt überhaupt nicht anbewegen. Außer dass sie einem dann plötzlich in die Hacken beißen. So, jetzt kommt schon. Das Vieh ist so explodiert. Naja, jetzt weiß ich das zumindest auch. Oh Mann, das hört mich auf. Aber das ist halt Endless Ledge. Das geht halt endlos so weiter. Das Einzige, was sich ändert, sind die Viecher, welche wir ins Leder wollen. 8, 8, 9, 3. So, Medium Life Last, ne? Endlich mal ein bisschen was Besseres. Wie gut ist jetzt endlich der Feuer? Fangen wir halt nicht an, dass meine Skills nicht stark genug sind. Skinning Knife, na endlich mal wieder eine gute Waffe. So, jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich drin lasse. Ich will das Ding noch in die Main Hand bekommen. So, gut, dann ist alles wieder untergebracht und ich kann die Waffen austauschen. 31 DPS aktuell. So ist es schon. Ja, anscheinend hat es einfach an einer schon mal etwas stärkeren Waffe gefehlt, womit das Ganze etwas leichter wird. Ein Schlag und die sind weg. So soll das sein. So, das diesmal ist es explodiert. Vielleicht war es doch noch was anderes. 6 bis 8. Du hast aktuell 3 bis 11. Und der hat 4 bis 16. Hey, eine Spike. I have nothing more to give. Ja, komm. So, taugt mir das jetzt was? 4 bis 10. Naja. Nicht optimal, aber ich bin noch nicht fertig. Komm her. Kein Mana hier. Ja, den Channel wollte ich mir noch angucken. Das kann ich mir angucken.
So. Also Chainbelt ist eigentlich uninteressant. Nochmal Bildflasche austauschen. Und. Oh, mein Fire-Dingsbums. Fireball, Ice Nova. Okay, Fireball setze ich aktuell eh nicht ein. Das bedeutet den Firestorm wieder dahin und den Strike dahin. Und Feuerblau. Ja, ich muss vor allem auch wieder dran denken, diese nette Traps zu verwenden. Aber das ist halt die Schwierigkeit. Wenn die Kämpfe zu unübersichtlich werden, um die einzelnen strategischen Elemente zu verwenden, das ist eben gefährlich. Den Kopf zu verlieren bedeutet auch schnell das Leben zu verlieren. So, Lebensregeneration 0,8 jetzt. Wenn ich nur schneller mitkriegen würde, wenn ich gerade wieder das Mana alle ist. Ohne größere Schaden zu nehmen, dann durch diese Gruppe durch. Ah, oh Mann, oh Mann. Ja, der Mana geht auch nicht. Da. Noch einer. Gleich zwei. I have nothing more to give. Ah, das sind die Dinger, die dann die Kugeln, die er da auf den Boden geschmissen hat, die dann explodiert sind. Und die offensichtlich ziemlich gefährlich sind. Zumindest wenn ich dann gerade in mehreren stehe und die zwei, drei auf einmal hochgehen. So wie jetzt zum Beispiel. Die sind schon wieder feucht verklingt. Ständig nur Flaschen nachfüllen. Beziehungsweise Flaschen nachtrinken. Nein! Wahnsinn. Als ob es nicht schon ausreicht, auch die Feuerkyrie ist jetzt auch noch da. Das heißt, sie lässt dann auch gleich wieder Feuer vom Himmel regnen. Diese netten Biester hier begleiten mich auch schon die ganze Zeit. Noch sonst irgendwas hier. Das könnte mal einer von euch abkratzen. Verdammt. Oh, nein. Wie soll ich das überleben? Okay, jetzt muss ich erstmal kurz warten und hoffen, dass sie nicht gleich auftauchen und das Leben einfach nachgehen lassen, weil ich habe nichts zu trinken. Okay, einer ist mir jetzt auf dem Pferd. Das heißt, er kann jederzeit irgendwo auftauchen. Okay, ich habe jetzt einen Lebensdings, einen Lebensdrang ist jetzt aufgefüllt. Das heißt, mit den anderen, die jetzt kommen, brauche ich unbedingt eine entsprechende Auffrischung. Ja, jetzt gehen sie endlich drauf. Echt, das ist unglaublich. So, mal gucken, ob bei den Sachen irgendwas dabei ist, wo endlich mal Lebensregeneration kommt.
Was soll ich mit dem Kram anfangen? Okay, muss ich erstmal die Sachen weiter verteilen und mich auf die Sachen konzentrieren, die ich wirklich haben will. So, jetzt habe ich gar keinen blauen mehr. Das ist natürlich blöd. Das heißt, der bleibt erstmal drin. Aber wenigstens den Firestorm. So, dann kommt das Fire Trap dahin. Und das Teil. Okay. Okay, schon eine halbe Stunde rum. Level 7 ist zumindest aktuell erreicht. Und daher, der Vorteil ist natürlich, warum mir die Leaks auch viel besser gefallen. Weil auch wenn ich dann sterbe, bekomme ich auf jeden Fall noch den Punkt. Okay, dann tausche ich mal den Dagger. Ja, eigentlich sinnvoll, den mal auszutauschen. 8 bis 13. So, dann kann ich die Eisrober wieder mit reinnehmen. Und den Spektraltrunk nehmen wir raus. Dualstreik rein. Dualstreik. Dann Eisnova und hier die. Ja. Okay, Feuerführer warte noch dahin. Und ich glaube, zwei von diesen Bodenwürmern müssten noch am Leben sein. Das ist auf jeden Fall die Theorie. Genau, so stelle ich mir das vor. Humanity has lost its mind here in Rayclast. So stelle ich mir das nicht vor. Das ist viel zu wenig. Double Strike und Dual Strike. Ja, manchmal ist es sinnvoll, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Wenige da drumherum dann wegzulassen. Die Fire-Dings hin, die Fire-Trap hier. Dual-Strike. So, und dann hier die Fire-Trap wieder hin. Das ist aber schön, wenn das endlich mal. Hey, ein goldenes Einhand-Ding. Toll, wenn der selber in so einer Explosion vergeht, das ist ja angenehm. So, was soll ich denn mit dem Zeug? Ah, ein Turm jetzt wird. Schade. Einhand wäre mir lieber gewesen. Okay, anscheinend brauchen wir immer nicht zu viel auf. Okay, drei sind schon erledigt. Das heißt, es kommt nur noch ein Einhand. Und der ist auch schon hinüber. So, Level 7. Der Double Strike ist immer noch ganz gut. So, 9 noch. Also bis Level 9.
ich schmeiße die Fallen viel zu langsam. Ich kann sie viel schneller schmeißen. Ah, okay. Wahrscheinlich geht es jetzt in den Urwald. Nee, es gibt nochmal zu dieser Dings hier. Das ist zumindest am übersichtlichsten, weil da nicht so viel Zeug rumsteht und man die Monster direkt sehen kann. Ob es viel hilft, ist dann eine andere Geschichte. Weil. Oh. Das ist auch immer toll, weil dadurch, dass wenn die sterben, ihre Spikes dort abschießen, es ist eben sehr gefährlich, die in größeren Gruppen umzubringen, während ich gerade mitten drin stehe. Also so für Eisrober und so weiter ist das. Ja, es soll. So, 1% Lebensregeneration dazu. Das sollte jetzt hoffentlich einiges mehr bringen, als das, was bisher so drin war. Brauche ich nicht. Das wollte ich austauschen. Später. Ah, die mag ich. Die sind wenigstens nicht so hektisch. Genauso wie die Knochengerippe. Die sind nicht so lahmarschig wie die Zombies, aber sie sind auch nicht so hektisch wie dieses eben Springgeviecher. Was wollte ich jetzt gerade? Ich habe doch irgendwas eingesammelt. Achso, den Ring, der ist schon drin. So, 149, das heißt mit 1,8% habe ich aktuell etwa 3 Mana-Regeneration. Also 3 Lebensregeneration pro Sekunde. Ich lasse den da schon wieder für den Kerl. Der gefällt mir überhaupt nicht. Ah, okay, ist nicht so stark. Padded Vests. Welche Tüten? Was soll ich denn mit dem Schrein? Der Vorteil ist eben mit den ganzen Monstern gelingt es zumindest normal ganz gut, einfach schön die Level zu schaffen. Aber die sind halt auch teilweise ziemlich schwierig und anstrengend. So, jetzt mal gucken, was die vielleicht noch bereithält. Bevor ich den da drin lasse, dann tausche ich es doch mal lieber aus. Kann ich den Eternal Mice wieder reinsetzen und den Special Soul zumindest. Das brauche ich dann später noch. Komm schon. Level 22 haben andere bereits erreicht. Ich bin bei Level 8. Aber nur noch ein Level wird zum Ziel. Also beziehungsweise nicht mal mehr, sondern wir sind ja jetzt schon bei einem Drittel. Das heißt, viel mehr muss dann nicht mehr geschafft werden. Und mit 17 Minuten sieht es soweit zumindest ganz gut aus, den Teil zu schaffen.
ist jetzt wieder einer von diesen Effekten, wo die Viecher nicht sterben können. Also beziehungsweise man auch nicht sterben kann. Das ist uninteressant, aber Amulett wahrscheinlich auch. Wo waren wir denn noch? Okay, da ist der Schrein, der verhindert, dass wenn die keine Lebenspunkte mehr haben, dass sie dann auch dort umfallen, so wie ich das gehört. Aber er ist ja schon beseitigt. Goldenes Steinmonster. Von Reaper, endlich mal ein Dingsbums, der ist einhändig. Achso, der ist zu viel Dex. Blöd. Hm, lohnt sich auch nicht. Und damit Double Strike. Hm. Das lohnt sich ja gar nicht. Arbeiten wir das schon noch. So, weiter. Oh, nicht schon wieder solches Viehzeug. Naja, das ging ja jetzt ganz gut. Eine zu schlimme Überraschung. Ich hatte doch gerade erst ein Golden von den Steinviechern, die müssen wir jetzt schon wieder heilen. Dann auch. Ja. Hey, endlich mal was Goldenes. 6 bis 12. Einen mit euch. So, die nutzen wir allerdings. Du bist ein Two-Handed Sword. Hey, da kann ich jetzt nochmal die 0,4 dazu nehmen und danach geht es in die Richtung weiter. Sofern natürlich überhaupt nicht so viele Levelaufstiege erfolgen. Alles was jetzt ist, ist sozusagen die Verlängerung, weil das Bonus-Ziel bis Level 12 noch zu schaffen. Dazu müsste nicht das einzige schneller mit dem Level vorwärts gehen. Aber auch so ist es jetzt. Zumindest das Hauptziel ist erreicht. Jetzt mal schauen. Einfach gespannt, weiterspielen.
und trotzdem zumindest den Ehrgeiz am Leben zu bleiben und nicht einfach nur irgendwo abzukratzen, auch wenn dann zumindest die Punkte nicht verloren gehen. Okay, das große weiße Biest. Mal irgendwann was Vernünftiges. Alles, was Lebensregeneration hat, ist vernünftig, alles andere ist. Hält sich zumindest der I have nothing more to give. Die Geschwindigkeit, mit der ich hier weiterkomme, ganz gut. In der Form, dass ich nicht auch noch die Hälfte zurücklaufen muss, nur um irgendwie die Monster zu verlieren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele Bogenschützen und irgendwelche anderen Fernkämpfer sozusagen dann doch zu stark auf die Fälle haben. Wahrscheinlich am Ende wieder ziemlich knapp werden. Okay, jetzt haben wir da noch einen goldenen. Goldenen Riecher. Okay, war nicht schlimm. Nicht viel passiert. Was ist das für eine riesige Fläche? Na? Ihr werdet doch wohl nicht mich jetzt noch gerade abkratzen lassen. Hier hinten führen. Oh, der hat einen Ball. Ich weiß noch nicht, wieso sind da endlich Match solche Riesen. Zumindest die, die schön. Ja, richtig. Aber die ich aufgrund der Decks nicht nutzen kann. Schade. Das heißt, wenn ich mit denen spielen will, muss ich die ja in den grünen Bereich bringen. Hey, hallo, geht's noch? Könnten die mal langsam umfallen? Achso, stimmt, ich hab schon wieder vergessen. Was war der Strein? Ja, ja, wie gesagt, Konzentration ist wichtig. Nicht einfach. So. Nee, da geht's was. Na dann, auf geht's. Level 9, immer noch Level 9. 10, 11, 12, das heißt 3 Level in 7 Minuten. Unwahrscheinlich. Aber trotzdem, auf jeden Fall noch ein Level mindestens.
Das sind Explosionsviecher. Explosionsviecher will ich aber nicht haben. Naja, auf jeden Fall scheinen das jetzt Viecher aus den Flooded Depths zu sein, beziehungsweise von der Merve. Building my nightmare, death by death. Ja. Critical Hits ist immer gut. Nicht bei mir explodieren. Ihr könnt explodieren, wo ihr wollt, aber nicht in meiner Nähe. So, erstmal den Punkt noch verlieren. Geht jetzt weiter nach da unten. Das sind wieder solche Eisviecher-Monster, die mich einfrieren können, beziehungsweise stunnen können, kombiniert mit irgendwelchen Blitzschlägen oder was. Das heißt, es sind wahrscheinlich die Eisviecher, da war gar kein Eisviecher. Das habe ich doch gesehen. Der eine macht Blitze und der andere schickt Eis. Das ist nicht sehr gut. Gar nicht sehen, auch wenn ich keinen Druck gucke. Also 5 Minuten, dann ist der Spaß vorbei. Ach stimmt, wahrscheinlich. Ah, nein, nicht nachlassen. Also was ich eigentlich sagen wollte, dass dieser Eisblitz wahrscheinlich von dieser Merville-Schwester da gewesen ist. Und dass das andere tatsächlich nur Blitztypen waren. Na, noch den Ehrgeiz zu Level 11 zu kommen. Abschied noch ein goldenes Monster auftaucht. Auf jeden Fall ist ja die Mana-Regeneration inzwischen so gut, dass da keine Schwierigkeit mehr gibt. Ich kann sozusagen in den Firestorm fast schon durchgängig laufen lassen. Und dazwischen ein bisschen rumschnetzeln. So wird das Ding dann, so wird das Ganze noch einfacher, sich auf 1, 2 Strikes, die aktiv verwendet werden, zu konzentrieren und die anderen dann nur in Ausnahmefällen zu verwenden. Das waren wieder schöne kritische Hits. Angriff auch noch als Schaden anstellen. Also mein Angriff. Oh oh. Nicht die Roten zu dich drankommen lassen. Okay, jetzt ist dann doch das Maler mal wieder. Ich hab doch gewusst, dass es Eisdiebe sind. Also die Hellen sind die Eisdiebe. Das ist der Blitz. Ja, von mir aus, dann fliegt halt in die Luft und lasst mich in die Luft. Wahnsinn. Oh.
haben wir eine Reichweite. Okay, da ist noch der Goldene. Wenn wir dann den Abschied versüßen würden. Ist schon tot. So, jetzt ein paar Skelette. Wie gesagt, Skelette und Steinmonster, das sind so die Monster. Die finde ich ganz angenehm. So, noch eine Minute noch. Beschäftigt. So, 30 Sekunden. Also ein Level ist da glaube ich nicht mehr drin. Das ist dann der Aufstieg doch zu langsam. 10 Sekunden noch einen kleinen Sprint hinlegen. Und das war's. Okay, jetzt hat er mich noch überrollt. Jetzt geben sie dann auch wohl. Also Level 10 und 88% zu Level 11. Naja, auf jeden Fall das Ziel mit 3 Reward Points ordentlich erfüllt. Dann werde ich jetzt mal noch kurz schauen, ob schon das Ergebnis da ist. Mal gucken, wie weit ich mich im Gesamtranking geschlagen habe. Sozusagen welcher Platz, also ob ich in die Top 1000 gekommen bin. So, den Browser anschauen. 14 Minuten Descent Champion, das heißt, das aktuelle Event ist jetzt noch nicht drin. Na, 55 Reward Points, das heißt, es müsste dann auf 58 steigen, sobald es dann da ist. Und mal gucken, wie sich der Season Rank. Okay, der Season Ranking hat sich verändert auf 1175, das heißt, ich bin abgestiegen. Und hier sind die, ist ja lustig, da steht immer noch 55 und hier steht schon 33. Okay, jetzt ist 58, jetzt bin ich auch aufgestiegen und jetzt passt es alles soweit. Aber in die Top 1000 bin ich wohl nicht reingekommen, weil sonst würde hier schon irgendetwas in der Richtung stehen. Ja, dazu war das Ganze etwas zu zäh, um das auch wahrscheinlich zu machen. Na gut. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst wieder. Tschüss.